Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Pioneers of Pagonia. Immer noch. Nach wie vor. Und wir müssen, das hatte ich in der letzten Folge schon angekündigt, uns ja auch mal so ein bisschen um diese beiden die Dinger hier kümmern. Oder zumindest um eins von beiden. Wir werden schauen, ob wir wieder beides, ob eins von beiden reicht. Oh, so wie da beim letzten Dorf, bei der letzten Insel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder ob wir halt beide machen müssen. Ist egal, wir werden es herausfinden. Irgendwelche Diebe haben hier schon wieder Ärger gemacht. Banditen auch. Ja, das ist nicht schön, aber hm. Okay, wir haben hier ein Banditenlager, wie immer. Da haben wir zwei Stück direkt. Das dürften dann aber so langsam, aber sicher die letzten sein. Hoffe ich. Kann ich nicht mehr sehen. Genau, der Trosthase, das war die eine Geschichte. Ich denke mal, das wird die Kupferstatue sein, um die wir uns da kümmern müssen. Ja, der Trosthase. Ich brauche auch einen Trosthasen. Ich brauche sowas von einem Trosthasen. Der ist in dieser Ecke und da, hier, da irgendwo. Genau, hier ist das Mausoleum oder was davon übrig ist. Da werden wir uns natürlich auch drum kümmern dürfen müssen. Da sind wir tatsächlich auch schon etwas näher dran, sehe ich gerade. So ganz nebenbei. Die Frage ist, kommen wir da überhaupt hin? Ist das... Sind wir hier irgendwie... gebietsmäßig schon involviert? Hier sind noch 1000 Diebe. Ach ja, da hatte ich ja so mein persönliches Erfolgserlebnis gehabt, als ich versucht habe, hier mit diesen Dieben hier fertig zu werden. Wir haben wenigstens zwei Diebeslager. Vermutlich sogar ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht genau. Aber so wie, ja, könnten zwei sein. Ich vermute hier noch ein drittes, aber das ist nicht unbedingt gesagt. Ja. Okay, also haben wir wieder alle Hände voll zu tun, wie immer. Wachtürme. Wir haben hier Leute von uns rumrennen. 10 Soldaten, das ist schon mal cool. Wir haben da 10 Soldaten. Soldaten, immer noch Soldaten. Die warten. Und da haben wir nichts. Das, was ich sehe. Der Wachturm ist irgendwie... Da sollen auch Soldaten hin. 10 an der Zahl. Okay, da wollte ich aufstocken. Ist der relativ neu oder so? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Egal. Hier haben wir 8 von 10 Waldläufer. Cool. Das heißt, wir haben so ein bisschen noch was zu tun. Rüstungsschmiede ist abgeschlossen. Wieder sollte die... Dann schnell Schilder oder Rüstungen, also gerne Kettenrüstungen herstellen. Ich guck mal gerade, was wir haben. Das sieht gut aus. Das kann sich sehen lassen, das kann sich sehen lassen. Rüstungsschmiede, da haben wir zumindest eine. Die hat da noch rumliegen 3 Kettenrüstungen. Dann wird es wahrscheinlich dieses gewesen sein. Die andere, so, die waren beide wahrscheinlich hier mit Aufträgen beschäftigt. Die einen Schilder, die anderen Kettenrüstungen. Ja gut, dann behalten wir das mal so im Auge. Im Auge behalten. Waffenschmiede. Da werden noch hergestellt Eisenschwerter. Das ist nicht verkehrt. Moment, ich muss doch mal da ganz kurz. Da ist ein bisschen Auftrag. Eben, da wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Die sind aber auch so gut wie fertig. 2 müssen sie noch machen. Okay. Und hier war nichts. Hier sind aber 5 Eisenschwerter irgendwie, die hier rumliegen. Okay. Ja. Glaube ich, egal. Ich würde mal vorschlagen, einfach mal so auf Verdacht. 5 Eisenlanzen, vielleicht besser 10. Ich mach das mal so. Hier sollen wir mal ein bisschen was machen. So, das ist fertig. Das ist fertig. Ach ja, stimmt, ja, das war ja fertig. Okay. Das tüchtige Dorf. 80%. Und so schwer 1. Gucken wir später. Ich habe jetzt erstmal andere Dinge, die ich machen muss. Achso, ja, Waldläufer, das war ja auch noch das Thema. Waldläufer, ich brauche hier eventuell, nein, Quatsch. Da so 10 Männekes, die werde ich mal ganz kurz rekrutieren.
Waldboy wäre. Ampelbilde. Kann ich, darf ich? Ich mach mal 5 Waldboy. So. 5 Waldläufer, dann darf hier. Ich mach mal so 10. 10 leichte Rüstungen wären ganz angenehm. Und was ist hiermit? Du machst auch mal so 10 können. Mach mal so. Okay, dann haben wir die nächsten Aufträge schon mal soweit erteilt. Jetzt käme es darauf an, besagte Einrichtungen zu verstärken, beziehungsweise überhaupt erstmal mit entsprechenden Leuten zu besetzen. Da sind schon ein paar Männiges unterwegs. Das könnte noch ein bisschen dauern. Okay, Waffenschmiede ist abgeschlossen. Warte auf neue Aufträge. Achso, das ist er jetzt gewesen. Ja, das kann erstmal so bleiben. Sind die mit ihren Sachen fertig? Dann hatte ich hier. Oh, ja, hier sind die Diebe. Ja. Hatte ihn. Er baut Kupfer ab. Das ist in Ordnung. Also hier einen Wachturm. Er richtet. Da fehlt es massiv an Soldaten. Da fehlt es massiv an Soldaten. Oha. Wenn es bei ihm das Mikrofon ein bisschen näher ran. An den Mann, was habe ich hier rum existieren? Oh, das ist auch nicht so gut. Ja. Was habe ich hier? Der ist aber mehr oder weniger out of order. Da ist nichts mehr zu machen. Ne? Also, dann würde ich das Ding einreißen. Schlicht und ergreifend. So, dann werden die freigestellt. Das ist okay. Und das ist ein bisschen sehr mager. Kann ich, darf ich noch mehr Soldaten rekrutieren oder fehlen mir jetzt da die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände? 10 würde ich noch hinkriegen. Finger weg. Nee, gar nicht wahr. Ich krieg keine 10 mehr hin. Ich habe nicht genügend. Verdammt. Anders. Konzentration. Wir machen mal 20. Rüstungsschmiede. Du darfst dich dann auch mal so ein bisschen noch austoben. Wir brauchen dann noch ein paar Leutchen. Ich gerade schmerzlich am feststellen dürfen. Noch mal 10 mehr. So. Da dürfen wieder die Hämmer geschwungen werden und alles. Das wie es ist. So. Einfach mal so auf Verdacht. Da noch mal ein paar mehr Leutchen in Auftrag geben und auch hier würde ich das ganz gerne noch ein bisschen weiter ausbauen. Gut. Ich nehme das einfach mal so hin. Da haben wir 10 Leute rumrennen. Hier haben wir ein gegnerisches Lager wurde zerstört. Das ist erfreulich. Ich habe ein Banditenlager weniger, mal so ganz nebenbei. Erreicht, ja, auch nicht verkehrt. So kann es auch gehen. Machen die mal eben so. Während ich hier noch mit Organisation und Überlegungen hier, Überlegungen da beschäftigt bin,
Meine Leute sind einfach top. Bei Rune kann ich mich verlassen. Ja, sehr schön. Nichtsdestotrotz. Es wäre vielleicht keine schlechte Idee. Ich habe hier zwei das Personal unterwegs. Hier haben wir auch drei, die haben aber eine andere Besetzung. Die begreifen mich an, hätte ich die Möglichkeit, hier noch einen weiteren Wachturm hinzusetzen? Wahrscheinlich ja. Was unbedingt erforderlich ist, ist die andere Frage, aber ich gehe hier auf Nummer sicher. Aber sowas von. So, das wird dazu führen, dass ich wahrscheinlich noch ein paar... Nein. Mann. Dass ich noch ein paar Soldaten mehr benötigen werde, über kurz oder lang. Aber wir schauen erstmal. Vielleicht kann ich ja auch Leute, ne, von anderen Wachtürmen, die ich dann eventuell nicht mehr brauche, abziehen. Baustellencamp ist klar, was hier oben existieren. Die Verdächtigen. Ja gut, immerhin drei Veteranen. Wurden die vielleicht irgendwo gebraucht? So. Leute, wie sieht's an? Wie sieht's aus? Kann ich was machen? Darf ich was machen? Da kommt Verstärkung. Das ist schon mal nett. Hier sind wir auf Maximum. Das ist cool. Hier sind wir auf Maximum. Das ist auch cool. Und da sind wir auch Maximum. Also wenn das jetzt nicht reicht, ne, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es wirklich nicht. Soll ich noch auf die hier warten? Oder wo war das jetzt? Bin ich so richtig, ne? Genau. Darin Leute rum. Waldläufer. Hätte ich die schon rekrutiert? Achso, das sind Wachen. Tu mich mal wieder mit dem Waldläufen und den Wachen. Waldläufer. Aha. Okay. Ja. Ah, wir sind komplett. Tutti kompletti. Dann würde ich sagen. Machen wir uns mal hier so ein bisschen auf den Weg. Wir haben da hinten das entsprechende Diebeslager. Das heißt, die Waldläufer werden sich hier umkümmern, damit die Diebe entsprechend, weil Waldläufer können nur Diebe entsprechend enttarnen. Und um da auf Nummer sicher zu gehen, schicke ich die schon mal vorweg dorthin. Und jetzt kommen natürlich die gesamten Soldaten mit dazu, die sich da ein bisschen drum kümmern dürfen. Einmal die Einheit. Denn diese Einheit. Und dann war es genau jene Einheit. Das andere sind ja die Waldläufer, die sind schon unterwegs. Ja, und dann würde ich mal schauen. Wir schauen mal, was jetzt passiert. Wir schauen mal, was passiert. Ob wir uns diesmal durchsetzen können oder wieder kläglich versagen. Ich meine, das sind schon hier eine Menge. Ne? So ist das nicht. Also wir haben hier nicht, das ist hier kein kleiner Verein. Das ist schon eine ziemliche Macht. Und ob ich mit meinen Leutchen letzten Endes obsiegen werde, ist die Frage aller Fragen. Halt läuft schon mal ihr Möglichstes, aber wir sind natürlich jetzt nicht mit Soldaten zu vergleichen von der Kampfstärke her und können es auch mit manchen Dieben nicht unbedingt aufnehmen. Okay, jetzt hier aus. Noch sehr ruhig, da tut sich nichts. Okay, Soldaten rücken vor. Was prinzipiell mal in Ordnung ist. Ich bin näher ran hier ans Geschehen. Jetzt ist auch Geschichte. Okay.
Also meine Leute schlagen sich jetzt zumindest schon mal besser als beim letzten Mal. Dieses Liebeslager ist Geschichte. Und da sehe ich das zweite. Jetzt ist die Frage, muss ich da jetzt den Leuten sagen, greift da auch an oder machen die das von sich aus? Einen Augenblick, ich glaube, ich muss intervenieren. Wo muss ich hin? Muss ich hin? Wo sind die? Ich habe den Kontakt verloren. Da. Bitte schön da einmal angreifen. Dann. Oh, da sind nur noch 6 Exist, die ja rum existieren. Hier bitte einmal angreifen. Oh, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Sehr cool. Wow, immerhin. Immerhin. Die hat es zerlegt. Ich hoffe und bete, dass das jetzt die letzte Liebe war. Sonst weiß ich auch nicht. Ein Silbervorkommen wurde ganz nebenbei entdeckt. Oh, jo. Dann folgendes. Übliche Vorgehen. Schick meine Leute natürlich jetzt erstmal wieder zurück. Mit euch nach Hause. Sofern noch welche existieren, die nach Hause kommen könnten. Da kümmere ich mich gleich erstmal drum. Erstmal hier die Order kommt zurück. Dann bei wie 4 von 10. Und wohlgemerkt, ne, das sind jetzt keine Veteransoldaten. Das ist jetzt nichts irgendwie, wo man sagen würde, ja, ich kann nichts. Nee, die sind schon ganz gut dabei. Hier das Gleiche. Da sind es aber immerhin noch 7, die herum existieren. Okay, wie sieht es hier aus? 6. Ah. Wie viel habe ich von denen noch? 2. Hey. Gut. Es ist, wie es ist. Dann würde ich aber Folgendes vorschlagen. Das kann weg. Das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Das auch. Ich halte nur noch die beiden hier. So, der ist dann komplett. Die anderen sollen sich dann erstmal da, ne, in diesem Camp entsprechend aufhalten. Ja, hier muss ich gucken, was ich mache. Jetzt ist die Frage aller Fragen, komme ich da überhaupt hin, wo ich hin will? Ich schau mal. Wachturm? Achso, okay. Kriege ich hier nicht hingesetzt. Das heißt, dieses Gebiet gehört uns nicht. Ich hatte ja so keine Chance, hier irgendwie hinzukommen. Und ich hatte ja hier schon Leute, ne, die ich beauftragt hatte, hier von wegen, seht euch mal um, macht dieses Gebiet zu unserem Gebiet. Das funktioniert aber nicht. Ich probiere es mal. Denke mal, das wird jetzt nichts bringen, aber trotzdem, ich gehe hier mal auf 0. Ich habe hier von den Leuten entsprechend noch Reserve. Und da gehe ich mal auf 10. Gebietserweiterung. Wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass die das überhaupt machen werden. Aber ich probiere es einfach nochmal aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Und es klappt. Ansonsten muss ich mir da eine andere Lösung überlegen. Aber wo andere Lösung? Hier ist Stein zu finden. Hier ist Silbererz zu finden. Da ist nochmal Stein zu finden. Heißt für mich,
Ich weiß nicht, den wollte ich machen. Ich kann den Weg ein bisschen zurückbauen. Bis hierhin. Und sollten wir hier den Bereich irgendwie benötigen, dann kann ich da andocken und ne, entsprechend das Ganze dann passend ausrichten. So, hier ist Kupfer. Da ist auch Kupfer. Okay. Da ist aber noch jede Menge Eisenerz drin. Das ist cool. Das ist sehr cool. So, Produktion der Schneiderei ist abgeschlossen. Was habe ich hier bei der Abenteuergilde rumliegen? 16 Fackeln. Das machen wir dann mal wie folgt. Müssen wir nochmal 8, bitteschön. Und da machst du bitte 4. Ja, dann sind wir auf 20. Da können wir nochmal für den Fall des Falles dann nochmal 2 Einheiten rekrutieren. Sollten wir die benötigen. So, wie sieht es hier hinten aus? Mal ganz kurz geguckt. Der ist voll besetzt. Dieser Wachturm ist noch im Bau. Okay, das Teil ist voll besetzt. Und wir haben hier zumindest noch ein Banditenlager. Das wäre dann das nächste Ziel. Sobald ich die Möglichkeit habe, da entsprechend tätig zu werden, muss man so auszudrücken, werden wir das tun und dann hoffe ich inständig, wir sind diese Plage los mit Dieben und Banditen. Aber dann erst ab der nächsten Folge. Ich danke für euer Dabeisein, ich danke für eure Unterstützung, ich danke für deine Unterstützung. Vielen lieben Dank für euer Begleiten hierhin, bis hierhin. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute und genießt die Zeit.